In Köln begrüße ich jetzt den Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Guten Abend, Herr Westerwelle. Guten Abend, Herr Deppendorf. Herr Westerwelle, beginnen wir mit den aktuellen Fragen und Problemen. Wird das Botschaftspersonal aus den deutschen Botschaften jetzt aus den gefährdeten Ländern zurückgezogen? Wir dünnen unsere Botschaft in Khartoum aus. Natürlich vergrößern wir auch die Sicherheitsvorkehrungen in anderen betroffenen Ländern. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich aus Sicherheitsgründen hier zu Details keine Stellung beziehen möchte. Klar ist, dass wir natürlich die Lage immer angemessen und nach der aktuellen Entwicklung auch beurteilen. Kommen wir auf den Film Die Unschuld der Muslime zu sprechen. Die rechtspopulistische Vereinigung Pro Deutschland will den Film hier in Deutschland zeigen. Der Innenminister erwägt möglicherweise ein Verbot dieser Aufführungen. Teilen Sie seine Ansicht, dieses Machtwerk oder die Aufführung zu verbieten? Oder steht für Sie vielleicht die Meinungsfreiheit höher? Ich bin der Überzeugung, dass die Beleidigung von anderen Religionen nicht nur dem Strafgesetzbuch nach untersagt ist, sondern dass das auch eine Frage der Wahrung der öffentlichen Ordnung und auch des öffentlichen Friedens ist. Und deswegen rufe ich erstens dazu auf, dass man hier auch klar sich als Bürgergesellschaft gegen solche hassgetriebenen rechtsradikalen Kräfte bei uns stellt. Aber dass natürlich auch unsere Justizbehörden alles tun, damit hier kein falscher Eindruck in die Welt gesendet wird. Denn das hat mit uns nichts zu tun. Der amerikanische Prediger Jones, der dieses Mohammed-Video unterstützt, hat wohl eine Einreiseverweigerung bekommen. Finden Sie das richtig? Ich habe gestern das Bundesinnenministerium gebeten, hier alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir wollen keine Hassprediger in Deutschland haben. Denn so wie es Extremisten gibt in der arabischen Welt, die jetzt ja auch zu Hass aufrufen und Aufruhr verursachen, die auch Gewalt säen wollen, so gibt es leider auch Fundamentalisten, Radikale, Rechtsradikale und Extremisten bei uns in der westlichen Welt. Wir in Deutschland werden keine solchen Leute einreisen lassen und werden mit der gesamten Möglichkeit, mit allen Möglichkeiten verhindern, dass solche Leute ihr Unwesen bei uns treiben können. Deutschland ist ein tolerantes Land. Wir sind ein Land, das die religiöse Pluralität nicht nur kennt, sondern auch will und schätzt. Und bei uns wird nicht über andere Kulturen und über andere Religionen hergezogen, jedenfalls nicht ohne Konsequenzen. Schauen wir nochmal in die arabischen Länder. Sind jetzt nicht gerade Staatschef, so wie der ägyptische Präsident Morsi, gefordert, hier sozusagen die radikalen Kräfte wieder einzufangen? Sehen Sie den arabischen Frühling eigentlich bedroht? Ich spreche schon seit einiger Zeit nicht mehr vom arabischen Frühling, sondern von arabischen Jahreszeiten, weil die Lage in den arabischen Ländern höchst unterschiedlich ist. Eines aber muss klar sein, so wie Extremisten und Fundamentalisten hier bei uns im Westen nicht repräsentativ sind für die Gefühle unseres Landes, so ist das auch in der arabischen Welt der Fall. Das sind Extremisten, das sind zum Teil auch Terroristen, wenn ich an die Ermordung des amerikanischen Botschafters in Libyen denke. Und die sind nicht repräsentativ für die große Mehrheit der Menschen. Die große Mehrheit der Menschen in der arabischen Welt hat sich auf den Weg gemacht in Richtung Demokratie, Rechtsstaat, auch Pluralität. Und wir sollten sie dabei unterstützen und wir sollten nicht zulassen, dass die Menschen, die für Freiheitsrechte auf die Straße gegangen sind, jetzt überlagert werden von den Bildern derjenigen, die auf Gewalt setzen. Diese Gewalttäter, diese Extremisten, sie machen ihre eigene innenpolitische Angelegenheit in diesen Ländern. Ja. Aber das ist nicht repräsentativ für die Völker. Herr Westerwelle, war der Westen vielleicht zu naiv bei der Demokratisierung oder der Hoffnung auf Demokratisierung in den arabischen Ländern? Nein, denn wir haben nie einen naiven Glauben gehabt, dass alles von jetzt auf gleich gut werden könnte. Wir wussten immer, es gibt eine unterschiedliche Entwicklung. Ich habe ja schon vor anderthalb Jahren auch vor Rückschlägen gewarnt und gleichzeitig immer dazu aufgerufen, jetzt die demokratischen Kräfte auch zu unterstützen. Das werden wir auch weiter tun. Und das zum Beispiel alle Führungen in der islamischen und arabischen Welt sich eindeutig von dieser Gewalt distanziert haben, das ist auch bemerkenswert, das ist auch wichtig und das sollten wir sehen. Der ägyptische Präsident Morsi hat sich glasklar von der Gewalt distanziert. Viele andere haben das auch getan. Das zeigt doch, das sind Extremisten, das sind nicht die Menschen in den Ländern. Die Menschen in den Ländern, sie wollen den Weg in Richtung Demokratie und Freiheit friedlich gehen. Schönen Dank nach Köln, Herr Bundesaußenminister. Ich danke Ihnen.